Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ja, ich habe wieder so einen Test gemacht, wie meine mein Fett und meine Muskelmasse sich zusammensetzt. Und ja, und da gibt es halt eine Analyse dazu, die habe ich bei meinem Sportstudio machen lassen. Das ist ein bisschen anders als das, was ich vorher hatte. Bei dem anderen, da kamen ein bisschen andere Werte zustande. Aber so im Großen und Ganzen ist es stimmig. Es war auch ein bisschen günstiger, das fand ich ganz gut. Und ja, dann gehen wir mal in Medias Res. Ne? Brille aufgesetzt. Ich schalte mal um, damit ihr mitschaut. Okay, also. Schaut mal, fangen wir mal an. Also die Körperzusammensetzungsanalyse. Also die Werte waren eigentlich ziemlich in Ordnung. Ich habe auch ein Fitness-Level von 69, also das ist ein guter Wert. Was sehr gut ist, ist zum Beispiel, dass mein Gesamtkörperwasser hat 32,6. Das ist ein ganz oberen Bereich. Das kommt auch dazu zustande, dass ich wirklich viel, viel mehr Wasser trinke als früher. Und 32,6, also dass du am oberen Grenzwert ist, da bin ich schon darüber, ja, bin ich überrascht darüber. Aber ich mache das jetzt auch wirklich immer so, dass ich mich dazu zwinge, das zu tun. Und ja, und oben seht ihr auch die Werte, dass ich 1,58 bin, 58 Jahre alt und am 24.05. wurde es gemacht. Ja, und was auch sehr bemerkenswert ist, dass ich im Proteinbereich, und das ist ja auch der Unterschied zu dem anderen Test, da gab es nicht diese Informationen bezüglich Proteingehalt und so weiter, wie hoch die Werte im Bereich Proteine sind. Und da bin ich auch im oberen Bereich, 8,7. Und da sieht man wieder, dass man als Veganer keine Mangelzustände hat. Also da bin ich echt überrascht. Was auch noch sehr positiv ist, sind die Mineralien. Da bin ich auch im guten Bereich, 3,16. Und das ist natürlich auch super, perfekt. Was natürlich nicht so gut ist, ist die Körperfettmasse, die ist mit 27,7. Aber er meinte, dass er auch in dem Bereich höhere Fettwerte hätte, weil er ja einfach, wenn man Fitness macht, die Werte anders ausgelegt werden. Man hat ja auch mehr Muskeln und so weiter. Und da sollte ich mich nicht jetzt so dran festbeißen. Was ich noch sehe hier, ist die fettfreie Masse, die ist mit 44,5. Und da bin ich ja auch wieder im oberen Bereich mit 44,5 und 44,4 war der sozusagen der niedrigste Wert. So, jetzt können wir hier weitermachen. Ja, genau, die Skelettmuskelmasse, die beträgt, ist auch im oberen Bereich sehr gut. Also 24,4. Die Körperfettmasse ist ein bisschen wieder höher, 27,7. Das ist im sehr hohen Bereich. Aber ich vermute mal, ich hatte wirklich in den letzten Tagen zuvor sehr, sehr viel Fettiges gegessen. Und beim nächsten Mal werde ich einfach das Fettige weglassen. Und dann schauen wir mal, wie die Werte dann ausfallen. Ich soll das alle 3 Monate machen. Mein Gewicht ist auch ein bisschen erhöht, 72,2. Ich hatte, habe in letzter Zeit nicht so ein bisschen aufgepasst. Aber, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich fühle mich jetzt auch nicht fetter als sonst, ehrlich gesagt. Es hat natürlich bei der Adipositas-Analyse fettleibig ergeben. Aber wie gesagt, er meinte, er würde auch immer so einen höheren Fettanteilwert bekommen. Und der sah sehr muskulös aus. Die Waage scheint irgendwie nur für normale Menschen ausgelegt zu sein, die
ja, nicht jetzt so sportlich aktiv sind und Muskeln anlegen. Und da meine Muskelmasse sehr hoch ist, würde ich mal sagen, dass das ja auch den Ausschlag gibt, darüber, dass ja, dass das auch okay ist. Auch meine weiche fettfreie Masse, die ist auch im oberen Bereich. Also so prozentual dürfte es nicht so dramatisch sein. Es ist auch alles gut ausgeglichen und Arme, Beine haben eigentlich ein gutes Verhältnis. Nur das linke Bein ist ein bisschen weniger, hat ein klein wenig weniger Muskelmasse, was aufgefallen ist. Und ja, dafür war, ja, genau. Und das, da sollte ich halt am Ende immer irgendwie nur mit dem linken Bein noch ein paar Übungen, Muskelübungen machen, wenn ich halt so mit dem Bein die Streckung mache, auf dem, also Gewichte heben. Dass ich halt mit dem linken Bein noch zusätzlich alleine dazu machen soll. Das mache ich jetzt, damit halt ein bisschen mehr Muskeln im linken Bein aufgebaut werden. Da merke ich auch immer noch, dass das, dass da schon ein bisschen Missverhältnis ist zurzeit und da wirklich entgegen. Und ansonsten seht ihr hier auch, dass ich im Muskelbereich immer im oberen Bereich bin. Also hier 20,1 ist hier. Also das bis hierhin ist immer alles normal, aber ich bin immer drüber. Daher ist das eigentlich sehr gut von den Werten. Ich versuche das mal zu ignorieren. In 3 Monaten muss ich das nochmal machen. Und dass meine Skelettmuskelmasse sehr hoch ist, das ist auch besonders. Ja, dass ich ein gutes Skelettgerüst habe, meinte er auch. Ja, das wäre es eigentlich. Also so viel gibt das hier auch nicht wieder, nicht her. Einfach, dass ich aber schon ein bisschen abnehmen muss. Hier sagt er, ich soll 14,4 Kilogramm abnehmen, sodass ich Zielgewicht 58 so wäre, aber das werde ich nie wieder erreichen. Das will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, in dem Maße erreichen. Aber so, wenn ich unter 70 auf jeden Fall komme, jetzt demnächst, da würde ich mich freuen. Ja, aber das braucht auch wieder ein bisschen Zeit. Ja, jetzt machen wir hier ein bisschen weiter. Ja, das braucht halt noch ein bisschen Zeit. Bis, wie soll ich sagen, bis ich da wieder ein bisschen abnehme, weil die 2 Jahre, also die 3 Jahre, da habe ich ja einfach sportlich auch nicht mehr so viel gemacht. 2019 hatte ich den Bruch gehabt, da habe ich mich eigentlich bis zum Jahresende wieder auf 68 Gewicht gehabt, habe dann aber, als ich dann das Gewicht eigentlich halbwegs wieder okay war, gab es dann die zweite OP und es gab 2000, ja, 19, 2020 war ja der Corona, war Corona gewesen und dadurch 2 Jahre nicht richtig Sport gemacht, außer so ein bisschen Breaks und so. Und ja, dann hat sich das natürlich, habe ich 3, 4 Kilo zugenommen. Also 4 Kilo habe ich zugenommen. Und bevor jetzt der letzte Lockdown war im Dezember, hatte ich eigentlich bei dem anderen Fitnessstudio sehr gute Werte gehabt. Hatte mich auch gewundert. Also da habe ich aber auch viel Contortion gemacht. Kam, glaube ich, dazu. Ich ändere ja auch immer meine Disziplin. Ich mache ja nicht immer dieselben Sporteinheiten. Ich bin ja jetzt ein bisschen runtergegangen von Tanzen und Contortion und mache jetzt ein bisschen mehr
Bodybuilding oder Gewichte, Bodybuilding mache ich ja auch nicht in dem Sinne. Und ja, dann nimmt man auch ein bisschen mehr zu, weil man an Muskelmasse mehr zunimmt. Und ich glaube, das spiegelt so ein Gerät auch nicht so ganz korrekt wider. Und ja, dadurch nehme ich auch natürlich mehr zu, habe mehr Gewicht. Muss aber nicht unbedingt heißen, dass ich mehr fettes Gewicht zu mir nehme, weil Muskelmassewerte sind ja alle im oberen Bereich, also schon übernormal. Und daher denke ich mir, ist das schon okay. Ich merke schon, dass ich hier an den Seiten, also hier in dem Bereich, ein bisschen an Speck zugelegt hatte, aber dass das auch wieder zurückgeht. Also das merke ich auf jeden Fall. Ich denke, nach diesen 3 Monaten werde ich wieder ein anderes Bild haben, andere Werte. Man darf auch nicht jetzt zu dramatisieren. Wir sind ja am Anfang des Sommers und im Winter esse ich einfach ein bisschen mehr fette Sachen, weil mir immer sehr oft kalt ist. Und dadurch, dass man da auch nicht gut Sport machen konnte aufgrund dieser ganzen Regelung, und man auch nicht so viel, ja, ich konnte nicht so viel Sport machen im Fitnessstudio, konnte halt nur für mich allein zu Hause was machen, hat sich das natürlich auch ein bisschen im Verhältnis geändert. Ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. Momentan haben wir ja keine Lockdowns und nichts. Die Zeit werde ich nutzen, um mein Gewicht wieder zu stabilisieren, zu verbessern. Ich habe auch gemerkt, heute hatte ich fast schon wieder 71 und es geht auch wieder, ist wieder rückläufig. Schon, dass die Sonne scheint, dass wärmer ist, habe ich nicht so jetzt den Drang. Ich merke es an meinem Gesicht, das ist auch wieder ein bisschen schmaler geworden. Habe ich nicht so den Drang, so viel zu essen. Und ich esse dadurch auch viel mehr Gemüse und Obst, weil das Angebot jetzt momentan wieder höher ist. Ich werde mehr Wassermelonen essen und so eine Geschichten und dadurch nimmt dann auch wieder ab. Ganz klar. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben. Wenn nein, einen Daumen nach unten. Über Kommentare würde ich mich freuen. Und Abo nicht vergessen. Tschüss.